Wenn Sie rechtzeitig zum Jezebel Plaza wollen, um Pinguins Männer zu stellen, sollten Sie bald aufhören. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Sir? Wie ist Waylon Jones so geworden, wie er ist? Sieht nach Atavismus aus. Eine unglückliche genetische Mutation. Glauben Sie, diese Krankheit verursacht Schmerzen? Erklärt das seine Raserei? Es ist mehr als das. Stell dir nur vor, so aufzuwachsen. Kinder können grausam sein, Alfred. Erwachsene auch, Sir. Alles ein Teil des Menschseins, fürchte ich. Wir neigen dazu, alles, was anders ist, zu fürchten, wenn nicht sogar zu verachten. Aber das wissen Sie ja bereits. Sir, Sie sollten sich beeilen, wenn Sie den Jezebel Plaza erreichen wollen, bevor Pinguins Männer ihre Geschäfte erledigt haben. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Bewegungen verbergen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Gehört das Ding da draußen zu dir? Das ist nur ein Wartungsauftrag. Das ist alles. Nix. Scheiß drauf, ich kündige. Durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Begeben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Ich brauche einen neuen Job. Fordere es nicht, wer du auch bist! Mir zu nahe, bringe ich den Typen hier um! Das ist mein Ernst! Ah, genau. Okay, ich kann
können den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird, und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Persönlich. Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also.
Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Wenn ich den Jezebel Plaza erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Diese Relais auch schützen. Es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zu... ...stören, die ich sehe. Ein verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Ich benötige eine nicht beschäftigte Einheit für einen Spezialeinsatz.
Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendealer im Jessup klar sein. Was meinst du? Die haben wohl die Armee oder so angefordert. Da war vorhin dieser Chat.
die Armee anfordern. Vielleicht, aber nur vielleicht, hat es damit zu tun, dass Black Mask in Blackgate eingebrochen ist. Wegen sowas fordert man doch nicht die Armee an. Da braucht's schon mehr für. Ich habe hier was! Ernsthaft? Das ist nicht.
gleich interessant. Das Richtige finden. Ich hab Kinder. Beim Scheitern zuzusehen. Schön, wir hatten unseren Spaß. Aber dieses Unterfangen wird langweilig. Gibst du schon auf? Ich kann es dir nicht verübeln. Das ist nicht gerade deine Stärke. Nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Ich sehe ihn! Thank you.
Ich erhöhe den Einsatz, Batman. Genau wie versprochen. Pass auf, wo du hintrittst. Einheit und wurde ein Gewaltverbrechen.